Ich schließe meine Augen. Sanft atme ich die kühle Luft ein. Halte einen Moment inne, ehe ich sie zart wieder in die Freiheit entlasse. Behutsam öffnen sich meine Augen wieder und dann sehe ich ihn, meinen Traum. Von diesem Traum möchte ich dir heute erzählen. Es ist schwer, dafür Worte zu finden, denn dieser Traum ist so selten schön. Allein die Farben, die dieser Traum offenbart. Sanfte, zart herbstliche Brauntöne, schimmernd in der Sonne und im Schatten so fantasievoll zart und weich. Allein dieses Braun, ich könnte stundenlang es zu erklären versuchen. Allein diese traumumwobene Schleier, wenn eine klare Brise es wild zu zerwirbeln scheint. Oder dieser funkelnde Glanz, wenn samt feiner Regen sich darauf niederlässt. Man muss es wirklich sehen, um es verstehen zu können. Gehe ich lieber einen Schritt weiter, denn ich will gar nicht aufhören, es zu beschreiben. Aber wie soll ich dir etwas erklären, wenn ich dort schon fast festsitze? Was bietet dieser Traum noch? Nehmen wir dieses zarte Rot, sanft schimmernd wie eine Rose im Morgenrot, strahlend wie ein warmes Feuer, warm schmelzend, dass du beim Anschauen diesen wohlwarmen Schauer bekommst, der dich bis in die letzte Pore wärmt. Wie dieses Kribbeln, was dich durchzieht, wenn du an einem kalten Wintertag ins Warme kommst. Wenn du dieses sanfte Rot einmal gesehen hast, wird jedes andere Rot schnell vergessen sein. Ach, diese Farben. Ich könnte wirklich ewig davon schwärmen. Dieses Grau-Blau, dessen Schein man wirklich nicht beschreiben kann. Es strahlt regelrecht von innen heraus. Ich verliere mich jedes Mal in dieser Farbe. Ehe du dich versiehst, zieht sie dich in ihren Bann. Diese besondere Farbe zieht mich immer wieder so stark in ihren Bann, dass ich blitzschnell alles um mich herum vergesse. Es ist allerdings wunderschön, sich darin zu verlieren. Es ist nur etwas tragisch, wenn man gerade irgendetwas Wichtiges vorhatte. Schwupps, weg ist es. Aber glaub mir, es ist jeden vergessenen Atemzug wert. Und dann sind dort noch so viele andere Farben. Jede ein Traum für sich. Aber genug von den Farben. Sprechen wir von den Formen. Vieles in diesem Traum ist eher rund als kantig. Doch jede kleine Ecke, die sich doch ihren Weg durch dieses vollkommene Bild kämpft, ist so voller Energie, dass die Wahrnehmung, die du empfindest, dich schon wieder ins nächste, schöne, verwirrende Chaos stürzt. Jede Form, die dieser Traum hervorbringt, lässt dich nur weiter in diese Sehnsuchtstrance versinken. Du kannst diesen unglaublichen Drang, der aufkommt, wenn du es ansiehst, einfach nicht entfliehen. Und das willst du auch nicht. Du willst dich in diesem Traum voll und ganz offenlegen, dich darin verlieren, willst jeden kostbaren Moment darin genießen. Diesen Traum will man einfach die Kontrolle lassen, denn man weiß und spürt so direkt, dass es einem nur gut tun kann. Und das tut es auch. Es gibt wirklich nichts, was einem mehr Glück bringt. Das musst du mir einfach glauben. Was ist? Höre ich dann plötzlich. Ach, gar nichts, sage ich und drehe mich lächelnd zur Seite weg. Woher fragst du dich?
Tja, mein Traum ist real und etwa 1,70 Meter groß. Ja, ich spreche von ihr, der einzigsten Person, die meiner Liebe gebührt, meinem traumhaft süßen Engel. Ich spreche von ihr, von wem auch sonst. Ich frag dich, wem auch sonst?